Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen, zu einer weiteren Folge Minecraft Electricity. Ich glaube, in der Welt von Electricity habe ich noch nie so spät aufgenommen. Also jetzt nicht, weil es nachts ist, also es ist nicht nachts, sondern es ist spät abends. Es ist gleich 10 Uhr, aber also 22 Uhr, aber das sollte euch ja nicht stören. Was ich sagen wollte ist, dass wenn ich mal so spät ein Video aufgenommen habe, so wie jetzt Electricity, also das soll ja dann morgen um 18 Uhr rauskommen. Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, so spät ein Video aufzunehmen, was dann in so einer kurzen Zeit auch dann wieder online kommt. Weil das habe ich sonst nie, glaube ich, geschafft. Denke ich mal. Okay, ich habe mal was überlegt, und zwar mit diesem Modpack von Electricity. Am Anfang von dieser Serie habe ich einfach nur ein Modpack gesucht. Ich habe gar nicht mich mit diesem Modpack befasst und habe einfach gestartet. Es war so ein Fehler. Ich bemerke es erst jetzt. Das Modpack ist zwar schön und gut, es gibt tolle Sachen, aber ihr wisst ja auch, dass ich viele Mods dazu getan habe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich werde das Modpack sehr verändern. Damit meine ich, dass ich da jetzt vielleicht sogar Mods raus tue und da andere rein tue. Weil ich kenne jetzt mich noch besser mit Mods aus. Ich kann Roleplay noch besser machen als NPC-Mod. Ich weiß immer mehr Sachen. Und für den Nachfolger von Electricity, also das ist die eine Sache, dass ich dann so weiter Electricity mache. Oder ich mache so weiter und versuche halt noch ein bisschen, ein paar Mods dazu natürlich zu tun. Aber dann nur 100 Folgen und danach, der Nachfolger wird dann so richtig toll, wo ich halt dann richtig viel Erfahrung schon habe mit Mods und Roleplay-Sachen. Okay, ich hatte noch eine dritte Variante, was es geben soll. Mir fällt die aber gerade nicht ein. Ich denke, dass das eigentlich nicht allzu schlimm ist. Okay, in der letzten Folge habe ich nach der Folge bemerkt, oh Mann, ich habe ja was ganz Wichtiges vergessen, und zwar in den Briefkasten zu gucken, weil das wollte ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe in dem Video, aber auf jeden Fall wollte ich das. Ich guck mal, ob da was drin ist. Atombombe? Was? Okay. Mit so einem Brief hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte so eine Vermutung, was das ist. Atombombe, erinnert das euch an irgendetwas? Vielleicht an Skyblock, Tellem? Da ist ja schon mal die eine Atombombe hochgegangen. Und dann ist irgendwas. Und dann hatte er nur die paar Sachen noch. Und dann habe ich ihm geholfen bei der Arbeit. Ich war lange nicht mehr bei ihm. Ich guck mal, ob das von ihm überhaupt ist. Ich guck mal. Tellem. Ja, das ist von Tellem. An Mac-Lister.de. Tellem. Okay. Ja, Tellem_HD. Gut. Ist von ihm. Ist eine E-Mail. Vom 1.10.2017. Ich überlege gerade, das ist ja, wo ich es aufnehme, schon. Ja, schon einiges her. Okay. Das ist also schon ziemlich alt, diese Mail. Sorry, Mac-Lister. Es tut mir leid, dass ich dir das mitteilen muss. Aber ich habe eine Vermutung, dass die Truhen nicht von alleine verschwunden sind. Wisst ihr, was er meint? Wo ich das letzte Mal auf der Arbeit war, da sind die ja irgendwann einfach Truhen verschwunden und so, und wir hatten keine Ahnung wieso. Ich vermute, dass dahinter eine dunkle Macht steckt. Okay, ich lese mal schnell weiter. Ich werde jetzt mit den allerletzten Materialien, die wir noch zur Verfügung haben, eine Atombombe bauen. Diese werde ich in die Luft sprengen und so hoffentlich die dunkle Macht oder Materie vernichten. Ich komme auch runter auf die Erde. Ich baue in die Atombombe eine kleine Verzögerung ein, sodass ich hoffentlich genug Zeit habe, nach unten zu fliegen. Zu fliehen. Klammer auf, fliegen. Okay, Klammer zu. Ich danke dir, dass ich so viel Zeit mit dir verbringen konnte. Ich hoffe, ich überlebe die Atombombenexplosion.
Falls nicht, ist das hier meine letzte E-Mail. Such dir eine neue Arbeit aus. Zellen_HD. Okay. Das hört sich sehr, wirklich sehr traurig an. Ich hoffe, er wird es schaffen. Vielleicht schreibt er mir dann ja noch mal einen Brief. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das reintun soll. Ich lege das einfach erstmal hier rein. Wie ihr bemerkt, hier in diesem Raum habe ich die ganzen Kisten immer noch nicht ordentlich sortiert. Nach der letzten Folge... Oh, hallo, Mini-Mackless-HD. Nach der letzten Folge... Ich bin, glaube ich, gerade falsch abgebogen. Hier. Nach der letzten Folge habe ich etwas verändert. Zumindest denke ich, dass das noch nicht in der letzten Folge war. Ich bin mir echt nicht sicher. Und zwar ist diese Farm schon echt groß. Ich überlege, ob ich genug Platz im Inventar habe. Ich nehme einfach mal die Sachen zu mir. Ich weiß nicht, ob das schon in der letzten Folge so groß war. Okay. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. So, gut so. Dann werde ich jetzt mich erstmal wieder nach Hause warpen. Und werde mal bei Dora vorbeigucken. Schnell, hui. Boah, bei mir ist der Bildschirm so verzerrt. Apropos Bildschirm. Ich werde sehr wahrscheinlich schon bald, was heißt schon, ich werde sehr wahrscheinlich bald einen neuen Bildschirm kaufen. Dass bei euch hier außen die Ränder weg sind, also die schwarzen Ränder, weil ich denke, dass das vielleicht sehr doof ist für euch, denn mich würde es auch sehr nerven, wenn ich einen YouTuber gucke, bei dem das so ist. Okay. Hallo Dora, hat sich was verändert? Nee, hier ist Dora nicht. Okay. Ist noch alles gleich. Ach, Dora kann sich immer einen Flügel leisten. Das ist Dora einfach nur reich. Okay, hier steht sie also immer noch. Na, wie geht's dir so? Ganz gut. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Ach so, ich habe noch einen Platz für mein Labor gefunden. Daher werde ich erst bald mit dem Bau anfangen. Ach übrigens, besuch mal Fred. Du warst lang nicht mehr bei ihm. Okay, mach ich. Bis bald. Aber bevor ich das mache, ich hatte gerade etwas mit der, was heißt Reihenfolge, ich hatte so ein bisschen was geplant, dass ich danach mal mit Dora plaudere, aber ich hatte einen Schritt vergessen, und zwar wollte ich in der Höhle noch was machen. Vor geschätzt langen Folgen wollte ich ja, also vor vielen Folgen meine ich natürlich damit, oh, ich bin schon ein bisschen durch den Wind. Bei mir sind jetzt Herbstferien, ja, es ist bei mir Freitag, und das heißt, ab sofort sind Herbstferien. Aber es wird nichts mit meinem Ablauf so zu tun haben. Okay, hier wollte ich nämlich etwas einblenden und das werde ich ab jetzt machen. Ihr seht jetzt irgendwas. Ich sehe immer noch diesen grünen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr ein Bild seht oder einen Film. Ich werde mich natürlich bemühen, irgendwas Tolles hier für euch herzuzaubern. Okay, und ja, ich denke, dass das dann auch schon war. Dass es das schon war. Dass es schon war. Dass das schon reicht. Ich kann nicht mehr reden, das ist grausam. Jetzt kann ich zu den Fred gehen. Mal gucken, weil ganz ehrlich, ich war echt lang nicht mehr bei ihm. Ich bin gerade echt vom roten Faden weg. Ich habe den roten Faden verloren. Ich wollte gerade eben noch was sagen, wo ich bei dem Greenscreen war, aber jetzt habe ich es echt vergessen. So. Was ist das? Okay. Ich lasse dieses seltsame Teil einfach mal in Ruhe. Fred, wie siehst du denn aus? Und wann kommt eigentlich hier draußen das mit dem Feuerwerk, die Eröffnung? Hat sich gar nichts verändert. Du hörst mich doch, ne? Ja, ne? Du verstehst mich. Okay. Das ist mal ein seltsamer Fred. Seit wann hast du so eine Brille auf? Könntest du mir also ein Buch schreiben und mir meine Fragen beantworten, wann du hier dein Haus mal wieder weiterbaust, wieso du sowas handelst? Und du eine Brille auf hast und dich einfach total verändert hast. Und was das mit deiner Hauseröffnung oder wie das heißt, was damit wird, mit deinem Feuerwerk und sowas. Ich werde mich nämlich sehr darauf freuen. Und es tut mir so leid, dass ich so lange nicht mehr bei dir war. Gefühlt waren das echt 10 Folgen, dass ich nicht mehr bei ihm war, oder? Ja, kann ich sein. Okay, Fred. Dann tschüss. Bis bald. Also, ich habe jetzt vergessen zu klingeln, aber das sollte eigentlich ja dem Fred nicht so wichtig sein. Jetzt würde ich sagen, gehe ich ja zu
zu Leak und rede mal mit dem. Genau. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen Müll im Inventar, weil ich habe ein bisschen gefarmt. Genau. Ja, hallo Born. Ich habe deinen Namen gerade vergessen. Okay. Hallo Meklis. Die Stadt hat große Fortschritte gemacht. Was gibt's? Oh, große Fortschritte. Das ist ja toll. Ich wollte fragen, ob ich ein Grundstück in der Stadt haben dürfte, um eine Fabrik zu bauen. Das ist in Ordnung. Wie groß soll dieses Grundstück sein? Wird es einen Shop darin geben, weil so etwas kostet extra? Die Größe ist mir relativ egal. Ist mir egal. Gib mir einfach ein freies Grundstück. Warte, das passt da nicht hin. Ein freies Grundstück, wo noch nichts geplant ist. Es wird auch einen Laden geben. Okay, ich habe zwei freie Plätze markiert, die noch nicht gemietet wurden. Das kleinere Grundstück kostet 64 Gems pro Monat und das größere 192. Ich glaube, das wären drei Stacks, also 64 und 64 und 64 Gems. Danke, ich kaufe das größere, denke ich mal. Gut, leg einfach die Gems in diese Truhe neben mir. Wir sind im Geschäft. Bis bald. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nämlich einfach schon gekauft. Ist ja schon wieder Tag. Es ging ja schnell, oder? Ich hätte die ganze Nacht. Oh, die ganze Nacht. Gut so. Also die ganze Nacht nehme ich schon auf. Das ist ja schon echt nicht wenig, fällt mir gerade auf. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, gehe ich mal hier hin. Boah, der muss unbedingt diese Brücke mal verschönern. Ich glaube, das wird er irgendwann mal am Ende machen, weil jetzt muss er sich erstmal um die ganze Infrastruktur in dieser Stadt kümmern. Hier steht noch dieser Ding. Ich werde gerne jetzt hier mit dem Flugsiegel hochfliegen, damit ich einen Überblick bekomme. Aber okay, hier ist ein Grundstück und hier ist auch ein blaues. Ich denke, das ist das kleinere. Okay, gut, so, ich habe die richtige Wahl genommen, weil das hier 64, weil, wisst ihr überhaupt, was ich mit meiner Fabrik meinte? Ich wollte ja für zu Hause dort eine Station haben, wo ich dann fliegen kann. Da werde ich halt eine extra Abteilung haben und dann werde ich auch viel mit der ganzen Technik in diesem Modpack zu tun haben und ein paar Sachen auch verkaufen. Das hier wäre auf jeden Fall zu klein dafür. Ich glaube, ich habe hier das gekauft. Das sollte eigentlich perfekt sein. Ich werde oft, wie ich mir ein bisschen bauen, in der nächsten Folge sollte, wenn alles gut geht, hier schon etwas stehen. Okay. Ich überlege gerade, was hier das sein soll, weil dort ist da eine Straße, die ging nach da. Und hier eine. Dann ist hier irgendwie eine größere Straße. Ah, hier kommt dann so ein Marktplatz hin, glaube ich, oder? Ich drücke mal auf J. Dann sollte ich nämlich die Karte sehen. Da ist nämlich die Brücke. Genau. Ich vermute, dass hier so eine Straße am Ufer lang geht und dann vielleicht hier hoch geht und hier vielleicht noch eine Straße kommt, was weiß ich. Hier ist diese große Straße, die ich nicht so ganz verstehe, weil die ist ein bisschen groß. Und hier kommt dann da wahrscheinlich der Marktplatz hin. Hier sind schon die ersten Materialien. Okay, hier wird es ja dann auch noch etwas gebaut. Hier werden bestimmt auch noch nach da oben ein paar Straßen hinführen. Das ist gar nicht mal so klein hier, dieser Marktplatz. Okay, hier sind ein paar Baumstämme. Hat es gerade bei mir nur geleckt. Ich hoffe nicht, dass es in der Aufnahme geleckt hat. Ich glaube, hier mussten irgendwelche Chunks laden. Also die Welt musste laden. Okay. Ah, ich verstehe. Weil, wenn man sich das mal anguckt, müssen die ja noch hier diesen Berg, der hier ist, wegmachen, damit die hier das alles bauen können. Ich versuche das mal hier zu zeigen. Wenn das hier der Marktplatz wird, dann werden das ja auch so bauen. Und hier ist dann der Marktplatz. Das heißt, hier werden die den ganzen Berg noch weg terraformen, sag ich mal so. Und deswegen, ja, haben die da schon angefangen damit. Okay, hier werde ich in dieser Folge sehr wahrscheinlich noch nichts hinbauen. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Also, natürlich, einmal, in welchem Baustil ich hier hinbauen soll, also ob ich mit Quarz, das wäre natürlich ein bisschen teuer,
und ob ich oder altmodisch, glaube ich, werde ich jetzt nicht, weil das wird ja auch sehr wahrscheinlich eine sehr neumodische Stadt werden. Ich würde sagen, dass ich hier irgendwie so neumodische Blöcke, wie es geht, benutze, die ich irgendwie gechiselt habe. Das werde ich ein bisschen überlegen. Das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, eure Meinung. Und natürlich, ja, was ich hier, oh Mann, was mit Electricity passieren soll. Denn mit dem Moodpay, ich könnte noch richtig viel verbessern, aber dafür bräuchte ich andere Mods und dann würde das Ganze mit dem Roleplay nicht mehr so richtig passen, wenn ich erstmal hier die ersten 30, 40 Folgen von Electricity mit, oh, ich glaube, ich habe da ganze Zeit ein paar Blätter abgebaut, naja, dass ich mit, naja, jetzt komme ich nicht mehr darauf, was ich sagen, weil es ist schon so spät, okay. Das sollte mich aber nicht aufhalten, da oben zu gucken, in dem Hotel, ob die da schon weitergebaut haben, weil wenn die hier angefangen haben, sollten die ja eigentlich fertig sein. Ich gehe extra mal hier so ein bisschen langsam. Okay, ich glaube, sie hat mich nicht bemerkt. Der Chef war weiter. Ich glaube, ich muss dafür meine gute Hose anziehen, damit ich Sprungkraft habe. Ja. Das ist jetzt mir nicht passiert, ne? Das ist mir jetzt nicht passiert. Dieser Fail, das war ja... Sag bloß, man kann da durchgehen. Okay, gut zu wissen. Hallo Karl. Ich guck nochmal kurz. Aber ich sehe eigentlich bisher nichts Neues. Ich glaube, wir haben die Pause gemacht. Sehr wahrscheinlich dann auch mit dem Dungeon. Den würde ich dann gerne in ein paar Folgen vielleicht machen. Weil ich könnte auch Lucky Block Mods hier reinbringen. Und halt mit dem... Ja, jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Und zwar mit dem Moleplay. Die ersten 30, 40 Folgen wären ja dann eigentlich mit NPC-Mods. Und naja, am Anfang kannte ich ja noch nicht mal diese Mods. Ich finde, man bemerkt wirklich in Electricity von Folge zu Folge. Also, nee, nach irgendwie ungefähr 10 Folgen, finde ich, bemerkt man echt den Unterschied. Die ganzen Fortschritte, die ich mache mit Mods und... Einfach auch, man bemerkt es auch einfach daran, was ich einfach schaffe. Ich werde produktiver. Ich finde, dass ich auch mit dem Roleplay mich einfach verbessert habe mit den Mods. Erstmal irgendwie, naja, mit Dora, vierte oder siebte, irgendwie so eine Folge war das. Wo ich Dora das erstmal gesehen habe. Im Gegensatz dann irgendwann jetzt zum NPC-Mod. Und dann später, was heißt später... Ich kenne mich jetzt noch bessere Mods, womit ich noch besser das Ganze mit dem Roleplay machen kann. Aber wenn ich das machen soll, dann ist halt die ganze Atmosphäre, sag ich mal, wieder ein bisschen weg, weil einfach, das hat sich einfach so verändert, ob ich jetzt so das machen soll, Electricity, also jetzt mit dem NPC-Mod oder mit dem neuen und ob ich generell das ganze Modpack ganz verändern soll. Sowas könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, das wäre sehr toll. Es wird jetzt erstmal, sage ich mal, nach 10, 20 Folgen auf meinem Kanal, sollte erst wieder die Bergmännchen kommen. Denn das hat ein paar Gründe mit dem 100-Video-Special. Okay, ich finde, ich habe jetzt erstmal für diese Folge genug geredet. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like, also einen Daumen nach oben. Dann bis bald!